Willkommen zurück zu einer neuen Folge Elden Ring. Wir gucken uns heute mal den unteren See an. Falls ihr euch wundert, warum ich weniger Runen habe, ich bin offscreen kurz zur Gnade zurück und habe einmal Stärke gelevelt. Zwischen den Episoden. Moment mal, ist das ein Kreuz? Von Mikaela? Ist es. Das heißt, da müsste eine Gnade sein. Ist es. Nice. Okay, neuer Checkpoint. Geschnitzte Worte. Hier lasse ich das Fleisch meines Körpers zurück. Ein Skadu-Fragment. Okay, wer zur Hölle bist du? Spricht nicht. Ich habe übrigens gesehen, als ich geguckt habe, wie hier was übersehen haben, habe ich die Bossliste gesehen und bei einigen war irgendwas mit Quest markiert. Das heißt, es gibt wohl, ich vermute, das ist eine reine Vermutung, dass es einige Bosse gibt, die man nur machen kann, wenn man eine bestimmte Quest macht. Und das bedeutet, wir müssen zumindest diese Quests machen, die relevant sind. Und die werde ich online nachgucken müssen, weil ich habe ganz ehrlich gesagt keinen Nerv für Quests. Ich weiß noch nicht genau, wann ich das mache. Boah, hier sind viele. Höhle ist weg. Eigentlich wollte ich zum See. Wer hat mit Messern geschossen? Ihr alle könnt das wohl, ne? Okay. Ich weiß nicht, ob der Talisman wirklich viel bringt, dass wir mehr heilen können. Aber es könnte ausreichend genug sein. Okay, nichts Wichtiges gedroppt. Da ist nochmal einer. Au. Vielleicht ist hier auch noch einer mit dem Topf in der Nähe. Ich glaube es zwar nicht, weil wir gerade eben... ...bei der Gnade ein Skadu-Fragment bekommen haben. Ich weiß noch nicht... Ich glaube... ...man braucht... mehr Fragmente für ein Level Up. Also ich glaube, der erste Level Up war nur ein Fragment und dann zwei. Ich weiß nicht, wie viele wir jetzt brauchen. Okay, wir sind wieder zurück beim See, da wo wir eigentlich sein wollen. Ich hasse die Viecher. Oh, wir wären hier runtergekommen. Nice, gut zu wissen. Hat dieser See irgendwas Interessantes zu bieten? Ein Skadu-Baum-Fragment, okay. Cool. Schattenrune. Irgendwas. Und ein schöner Baum, der bewacht wird von diesen... Feuerzauberern. Okay. Ich weiß nicht, ob es Frauen oder Männer sind. Spielt auch keine Rolle, weil sie sind jetzt tot. Heilung aus der Ferne.
Keine Ahnung, was uns das bringen soll, aber wir können es uns kurz mal anschauen. Erhält eine Menge LP für vom Zauber erreichte entfernte Gegner. Ich habe das Gefühl, irgendwie die Übersetzung ist komplett Banane. Teilweise. Eine Erdenbaum-Anrufung, die im Reich der Schatten entdeckt wurde, schießt ein Projektil auf weit entfernte Verbündete ab, das bei... Okay, es ist ein Multiplayer-Spell. Komplett irrelevant. Vielleicht weniger irrelevant ist es dieses Loch. Ha. Tatsache. Hier waren wir noch nicht. Sauber. Gift? Kein Gift. Ha. Oder nur kein Gift. Doch, es ist Gift. Okay. Noch nur kein Gift, weil ich auf... Autsch. Weil ich auf dem Pferd saß. Stimmt, da war ja was. Wenn man zu Pferde ist, wird man nicht vergiftet. Und anscheinend kann unser tapferes Streitross auch selbst nicht vergiftet werden. Hooray! Was war das? Giftiger Moosling. Okay. Oh, hier geht's noch weiter runter. Man weiß aber nicht, ob wir von hier... Sieht's nicht so aus, als würden wir da hinkommen. Es wäre auch schön, wenn man mehr Markierungen auf der Map hat, so wie zum Beispiel das hier. Einfach damit man irgendwie einen Namen hat. Es fühlt sich... irgendwie interessanter an, wenn dieser Sumpf jetzt einen Namen hätte, so zum Beispiel was extrem einfallsreiches wie zum Beispiel Sumpf des Todes. Das gab's glaube ich noch nicht. Aber ihr wisst, was ich meine, ne? Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Direkt beide gepult. Ich will einfach nicht in den Sumpf rein wegen dem Gift. Das Gift ist zwar nicht super schlimm, aber... Man muss es ja auch nicht unbedingt provozieren, nicht wahr? Sieht so aus, als wären das bisher die einzigen Gegner hier. Warum sind hier immer diese ganzen Grabsteine, die so mehr oder weniger unsichtbar sind? Ich sehe den Sinn und Zweck davon, von denen nicht. Wahrscheinlich einfach sinnlose Deko, aber... Haben sich zumindest lore-technisch hier was überlegt, oder? Haben sie irgendwelche Props genommen, die sie halt einfach haben und... wild in der Gegend rum platziert, damit das Ganze weniger leer aussieht? Au. Ist das ein anderer? Nee, das ist nicht. Der hat einfach nur mit einem komischen Move angefangen. Okay. Komm hoch. Na? Du willst es doch. Dann wo? Dann halt nicht. Oh, das sind die nächsten. Mehr Schmiedesteine. Und irgendwie wurde ich schon wieder fast vergiftet. Ich habe es nicht mal gemerkt. Bin schon so abgebrüht gegenüber Gift.
Ja, wo zur Hölle geht das denn schön, bitte schön, schon wieder hin? Ist das der letzte? Nee, da ist auch nochmal einer. Nutzen wir erstmal den hier von hinten. So, Freundchen. Wie schaut's aus? Sind eigentlich easy, wenn man sie extrem schnell unterbrechen kann. Hurra für sinnlos? Grabvogel, Fußreif. Okay, ein Rüstungsteil oben sind nochmal zwei. Wenn wir es schaffen, alle wegzuräumen, können wir uns hier in Ruhe umgucken. Aber ich habe das Gefühl, hier ist nicht mehr sonderlich viel. Warum bin ich jetzt schon wieder fast vergiftet? Sind das die Vögel? Können die vergiften? Okay. Ja, das ist wieder der Abgrund. Ich glaube, das war hier sonst relativ sinnlos. Also abgesehen davon, dass es hier natürlich noch weitergeht, aber der Teil hier war nicht sonderlich erträglich. Ertraglich? Ah. Da haben wir irgendwie wieder drei Stück. Ich mach die weg, weil sie nicht sonderlich gefährlich sind. Wir von denen eigentlich wieder Heilungen zurückgehalten müssen. Das sind, okay, jetzt sind es drei. Heilung. Das war knappe Kiste. Ich hätte echt keinen Bock gehabt, alles nochmal wegzuräumen. Wir haben jetzt hier schon so gute Vorarbeit geleistet. So viele von diesen Mistviechern getötet. Warum hier sind die ganze Zeit diese blöden Schmiedesteine? Ugh. Die braucht doch niemand. Führt das wenigstens irgendwo Sinnvolles hin? Fuß von Rau. Okay. Zumindest haben wir einen Gebietsnamen. Ohne Gnade. Reicht aber weit und breit nicht für ein Level-Up. So, die Frage ist, kommen wir von hier dahin? Ich vermute mal, die Antwort darauf ist ein Nein. Weil dafür müssten wir ziemlich weiter hoch. Wie gesagt, ich denke, es geht über dieses Aquädukt. Oder über diese Brücke. Ich meine, wir können mal gucken. Viel mehr als elendig sterben können wir aber ja nicht. Okay, das ist ein großer Typi. Okay, das ist noch ein großer Typi. Ich möchte mich eigentlich nicht mit denen anlegen.
Und ich kann die Map nicht öffnen. Ich glaube, hier waren die Katakomben. Kann das sein? Oh, lass mich doch die Map öffnen. Ah. Das geht nicht, weil wir im Kampf sind. Das ist... Ist das die Karte? Ah, Karte. Urinen von Rao. Lass mich die Karte öffnen. Ruinen der Tempelstadt. Okay. Gut. Das heißt, wir haben die Karte gefunden. Die wir gesucht haben. Ich verreck. Zum Glück sind wir hier hingekommen. Nice. Das heißt, das Spiel tut sich jetzt nochmal wieder auf. Ich habe das Gefühl, der obere Teil ist tatsächlich nur über die Brücke zu erreichen. Aber wir können zumindest das hier erkunden. Vielleicht haben wir sogar hier auf dieses Plateau irgendwie hoch. Jetzt, wo wir die Karte haben, porte ich nochmal zurück. Weil jetzt können wir auch erkunden. Das heißt, es hat tatsächlich was gebraucht, durch diesen elenden Sumpf da zu gehen. Das war nicht einfach zu finden. Wir mussten bei diesem See hier in eine Höhle, sind dann hier hingekommen und mussten dann hier unten durch. Also das war schon vom Level-Design her sehr interessant. Muss man ein bisschen die Augen aufmachen. Das Level-Design ist also grundsätzlich das Layout von vom Land ist super interessant. Es hat einfach ein bisschen zu wenig Content. Die liegen schon wieder. Es hat zu wenig... Das, was fehlt, sind mehr Höhlen. Es fehlen Siegelgefängnisse. Oh, warte mal. Dich kennen wir doch. Okay, das ist nur Schmiedestein. Oh! Leute! Oh, das sind... Oh, wo kommen denn hier alle her? Meine Güte. Oh. Sind das die Halbmenschen? Nee, oder? Ich weiß es nicht. Du hast kein Schild, du bist tot. Da vorne ist unsere Gnade. Irgendwann müssen wir... Oh, müssen wir uns dann auch noch mit dem... Riesen... Oder mit den Riesen auseinandersetzen. Aber nicht jetzt. Nicht jetzt. Ich wünschte, man hätte eine Blutanzeige, um zu sehen, wie nah die Gegner am Blutcrit sind. Aber nein, auch das gönnt uns das Spiel nicht. Okay, hier ist ein Pfad, der führt irgendwo hin. Aber das ist einer der größeren, oder? Ja. Ich kann mich scheu an die erinnern. Ich weiß nicht mehr, wo wir die angetroffen haben, aber... Oh, da ist noch einer. Gut. Da ist einer, der himmelt den Himmel an.
Das... Oh, hier geht's rein. Oh, ein Dungeon? Dungeon, 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 Dungeon. Yes. Ruinierte Schmiede von Tyleth. Okay, cool. Wieder was entdeckt? Endlich. So, mehr solches Zeug. Wobei, die Schmiede hatte letztes Mal keinen Boss. Was ein bisschen enttäuschend war. Oder ich habe ihn übersehen. Da war noch der Typ, der weiter oben stand. Okay, Wildschwein, weg mit dir. Rand der Map. Ja. Weiter Ozean. Gut. Ich denke mal, wir kommen auch zum Baum hin. Ich vermute mal, da wird dann der Endboss sein. Vom DLC. Wir kommen zurück zur Schmiede. Ich habe das Gefühl, sonst war es das hier erstmal. Ja, das ist der von oben. Okay. Ja, hier ist der Pfad, wo wir hergekommen sind. Ich glaube... das war mal das. Aber wir wollen natürlich auch noch den Rest dieses Waldes absuchen. Vielleicht gibt es noch mehr zu entdecken. Vielleicht war hier noch nicht... haben wir noch nicht alles gefunden. Das sind irgendwelche Matzpflanzen. Schattensonnenblume. Yay. Ich höre was. Das war, glaube ich, nur ein Wildtier. Ansonsten ist hier relativ wenig. Hier findet ein Kampf statt. Und hier ist auch irgendeine Art Höhle. Au. Okay. Das sieht scheiß. Oh, der hält... Der hält mehr aus. Der Sack hält definitiv mehr aus als die anderen. Der ist, glaube ich, auch ein bisschen größer. Wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. So, wir holen uns natürlich unsere Runen zurück. Und ich will auch wissen, was da in dieser Höhle ist. Mal gucken. Die Höhle ist direkt unter der Brücke, so wie es aussieht. Ja, der hält wesentlich weniger aus als der dicke, als der dickere Dicke. So. Hier müssen irgendwo unsere Runen sein. Da hinten. Lasst ihr mich hier einfach durch? Okay. Eins nach dem anderen.
So, der erste wäre platt. Hier wird ebenfalls gekämpft. Ich glaube, die Dicken haben so ein bisschen die Oberhand. Deswegen versuche ich, den Fußsoldaten ein bisschen zu helfen. Das ist der ganz dicke, oder? Hallo? Roll weg, ich bin am verdammten Baum festgehangen. Au. Holy. What? Oh, eine Grab. Gegrabscht wird hier nicht. Du Unhold. 1700, aber wirklich viel mehr Runen hat er auch nicht gegeben. So. Das hat sich ein bisschen beruhigt. Ein Faden. Keine Ahnung, warum der Fäden dabei hat. Sieht nicht so aus, als hätte er dafür Verwendung. Vielleicht um seinen Lendenschurz, um seine fette Hüfte zu binden. Okay. Warum sieht das hier so offen aus? Falle? Nee. Aber sinnlos. Wirklich? Hier ist nichts weiter. Ah. Da war eine epische Schlacht am Laufen. Man denkt, oh, ich meine, wenn die sich so um diese Höhle streiten, da muss hier doch was sein. Aber nee. Ist nicht. Keine Ahnung, warum sich die um diese Höhle gestritten haben. Hm. Schade. Seht ihr, das ist einfach. Es ist zu leer. Es hat zwischendurch mal Gegner. Dann findet man etwas. Aber es ist dann doch irgendwie eher unspektakulär. Okay, Nummer 1 wäre platt. Loot auch eher uninspirierend mit diesen ganzen Schmiedesteinen. Okay, der hat ein Schild. Ja, wir haben schon bald wieder ein Level up. Ist hier eine Kiste? Hier ist eine Kiste. Perlentalisman. Perlenschildtalisman. Erhöht alle nicht körperlichen Schadensresistenzen beim Abwehren. Dafür braucht man ein Schild. Naheliegend, ne? Wenn das Ding Perlenschildtalisman heißt. Aber das ist vielleicht. Ich finde das ganz gut. Dann haben wir auch die Leute, die mit Schild spielen. Ein bisschen was, womit sie arbeiten können, nicht wahr? Auch mit den See ab. Jetzt nochmal ganz kurz zurück. Bevor wir. Ich will hier nicht nochmal zurück müssen. Deswegen gucke ich mir jetzt nochmal ganz kurz den See an, weil ich mir nicht sicher bin, ob wir da uns den tatsächlich angeschaut haben. Offensichtlich nicht, weil sonst wären hier nicht so viele Penner. Ohne Töle. Oh yes. Tönen geben fast gleich viele Seelen wie die Dicken hier. Au.
kommt der nächste. Nicht unbedingt sterben jetzt. Ah, ein bisschen zu langsam. Ich soll vielleicht versuchen... Oh, der castet irgendwas. Ja, auf damit. Ich soll vielleicht nicht immer den Doppelangriff spammen, sondern wenn einer low ist, den normalen Angriff verwenden. Heiliger Speer der Blutunholde. Okay. Blutmarillis. Ich glaube, es lebt keiner mehr von denen. Da oben ist noch einer. Mehr Schmiedesteine. Okay, das wäre dann wohl der See gewesen. Eher unspektakulär. Und ansonsten ist hier auch nichts mehr. Gut. Dann denke ich, werden wir uns in der nächsten Episode dieses Dungeon anschauen. Und eventuell mal versuchen, die die Riesen zu besiegen. Ich meine, die waren nicht so schwierig im Basisspiel. Wir hatten ein paar davon. Aber gut, das machen wir dann in der nächsten Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.